Kirill Cutback, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der ersten Runde. Wie sind Sie denn das Turnier gestartet? Ja, also für mich ist das erste Mal, dass ich hier an diesem Turnier teilnehme. Und ich hatte, als ich die Auslosung gesehen hatte, eigentlich ein ganz gutes Gefühl und dachte, ja, vielleicht kannst du auch mit dem Sieg starten. Und das ist mir auch gelungen. Ich glaube, ich bin ganz gut reingekommen. Sie spielen hier auch das Einzel. Normalerweise kennt man Sie vom Doppel und vom Mixed. Wechseln Sie die Disziplin? Nein, das nicht. Also ich bleibe schon beim Doppel und Mixed. Allerdings ist es ja so, dass ich in der Bundesliga auch Einzel spiele. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, um einfach in Form zu bleiben und eben zu gucken, ob das noch läuft mit dem Einzel. Mit dem Wechsel im Senioren, zum Seniorenbereich war auch der Wechsel nach Mülheim. Wie schwer fällt Ihnen der Seniorenbereich? Also es ist auf jeden Fall ein sehr starker Unterschied, vor allem im Tempo. Aber es war halt auch so, dass ich extra ein Stück vor der Uni quasi gewechselt habe, damit ich mich auch an die Trainingsumfänge und auch ja, an die Intensität gewöhnen kann. Und jetzt, wo die Uni eben auch mit angefangen hat, denke ich, dass ich soweit vor allem an die Trainings, an die Inhalte und an die Zeit noch gewöhnt habe und ja, mich jetzt nur noch ans Tempo gewöhnen muss. Sprechen Sie an, Sie haben angefangen zu studieren, eigentlich erst im letzten Monat. Wie kann man das in Einklang bringen, Profisport, Leistungssport und Uni? Also es ist natürlich der Uni auch bekannt und gerade Bochum ist halt dafür bekannt, dass sie mit Leistungssportlern viel zusammenarbeiten und es ist eigentlich kein Problem bei mir, passt vom Stundenplan wirklich richtig gut, dass ich morgens immer beim Training bin, zur Uni fahre und dann wieder zurückfahre ins Training. Ist natürlich sehr viel Aufwand, gerade auch vom Lernen her, aber bis jetzt klappt noch alles wunderbar. In der kommenden Woche Länderspiel gegen Finnland, Sie sind nominiert. Mit welchen Erwartungen geht man an sein erstes Länderspiel? Oh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil es halt mein erstes Erwachsenen-Länderspiel ist und ich habe eigentlich noch gar nicht so viele Erwartungen dafür. Ich wurde erst gestern nachnominiert und ja, dementsprechend wenig Zeit hatte ich, um schon irgendwas zu erwarten. Also vielen Dank.